Was geht ab und willkommen zu einem neuen Part der Omega Hobby Randomizer Nuzlocke Challenge. Und beim letzten Mal haben wir ja die überlange Delta-Episode gemacht und dementsprechend gab es auch eine kleine Sache, die ich jetzt nochmal eben ansprechen möchte, nämlich diese K.O. von Viscogon. Ich habe ja gesagt, hier so, ey, wie wäre es denn, wenn wir Viscogon drin lassen, so weil das Team ja sich von selbst heilt und so. Und ich habe in den Kommentaren gelesen, dass der überwiegende Teil dafür ist, dass wir Viscogon ablegen. Ich habe damit kein Problem, deswegen habe ich euch ja vor die Wahl gestellt. Mir ist das persönlich egal. Deswegen werden wir jetzt Viscogon ablegen. Und natürlich unser neues Teammitglied mitnehmen, aber dazu komme ich jetzt gleich. Denn wir haben vorher noch die Person hier, die dieses Projekt eigentlich überhaupt ermöglicht hat. Los, rede bitte. Hallöchen, liebe Menschen, die Daniel gucken. Wow. Ja, ich bin der Fanmate Endings. Manche kennen mich von Twitch und ja, ich habe Daniel gezeigt, wie er auf seinem 3DS randomizen kann. Richtig, und wenn, ich habe es ja schon im ersten Part gesagt, ich werde dazu nichts sagen. Der liebe Fanmate Endings wird dazu auch nichts sagen, deswegen, das schon mal so vorweg, so von wegen, wie mache ich denn Randomizer? Es gibt Tutorials dafür und es ist mir auch jetzt egal. Ich gehe jetzt auch nicht drauf ein, denn wir beide gehen jetzt erstmal auf unser Team ein. Ich habe trainiert, ich habe mich vorbereitet auf die mögliche Zerstörung. Oh Mann. Mhm. Gerade wenn ich mal so bedenke, so, oh, das könnte ein bisschen heftig werden. Aber wir fangen mal an mit, also ich weiß nicht, kennst du dich gerade so mit dem Team aus, so was im Moment so drin ist? Ja, ich habe die Folgen alle geguckt. Sehr gut. Dann wird dir ja Anna, das Flampivian, nicht
unbekannt sein, hat rohe Gewalt als Fähigkeit, hat ein lasches Wesen, hat die Attacken Drachenstoß, Klebenetz, Flammenbrat und Kraftwelle und ist auf Level 88. Oh Mann, ey. Dann haben wir Yannick das Kyogre auf Level 87 mit einem Sachtenwesen. Hat Niesel als Fähigkeit und die Attacken Surferpilzspore, Spukball und Techblaster. Ich konnte gerade Spukball nicht lesen, weil Kyogre seine Flosse da im Weg hatte. Kyogre, lass das. Lass das bitte. Dann haben wir neu im Team. Das kennst du jetzt nicht, aber es ist jetzt auch egal. Neu im Team ist das freche Sandschleier Knackrack auf Level 85 mit... Mensch. Als ich eben in Laubwechselfeld war und mal geguckt habe, so was die vorherigen Moves waren. Ich weiß nicht, das Moveset von Knackrack im Randomizer ist total der Bullshit. Keine Ahnung, ich kann dazu nichts sagen. Nein, aber ich wollte es nur mal so gesagt haben. Den besten Angriff, den ich jetzt machen konnte, war Kraftwelle. Oh. Oh Mann. Ja. Und es hat die auf Level 85 die Attacken Eisstrahl, Sprungfeder, Sandgrab und Kraftwelle. Sandgrab ist natürlich der mega starke Step. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bringe mir sogar Erdbeben bei. Das ist sogar das erste Pokémon, dem ich wirklich eine TM beibringe, weil das Moveset so scheiße ist einfach. Das ist eine Idee, ja. Dann haben wir Pikachu, das Wummer. Mit Mega Wummer als Fähigkeit hat ein lasches Wesen und die Attacken Schallwelle, Hydropumpe, Hitzewelle und Schlammbad. Dann haben wir Sarah, das Arctilas, mit einem Solowesen, einer Tempomacherfähigkeit und die Attacken Schlagbohrer, Eiszapfhage, Steinpolitur und Ursprungswoge. Und dann haben wir ganz zum Schluss Furkan, das Sarzenia, mit einem kühlen Wesen, ist auf Level 89 und hat die Attacken Flammenball, Kiss mit Wunsch, Donnerblitz und Falterreigen. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt aber wie gesagt, wir bringen mal eben Knackrack eine andere Attacke bei, weil... also mit Sandgrab kann ich nicht arbeiten. Ich meine, es wäre zwar jetzt super witzig, einfach mal zu sehen, wie Knackrack von irgendwie einem Raupi oder so nachher ge-one-shotted wird, weil es Blizzard kann, aber... es ist halt nicht cool. Ja. So, für also die Zuschauer Sandgrab. Ist es bestimmt witzig. Ja, für die Zuschauer wäre es witzig, aber... Für mich auch. Ja, für dich sowieso, weil du jetzt die Reaktion live mitbekommst. Wunderschön. Wunderschön. Daniel live leiden hören, das ist toll. Ja, super. Wenn ich mal bedenke, so... Gott, ich will nicht dran denken, wie hoch die Level sind. Oh Mann. Ich meine, ich kann es mir ungefähr schon denken, sonst hätte ich ja nicht so hoch gelevelt, aber... Ja. Oh Gott. Ich will ja, nicht wissen, was mich da erwartet. Du hast dir selbst das Leben schwer gemacht mit der Levelsteigerung. Weiß ich, aber gerade das ist ja auch das Witzige dann, weil ich könnte es dann natürlich jetzt auch so beim Level lassen, aber hey, das wäre ja weniger witzig. Ja, der Witz ist ja, ich hatte auch mal eine Omega Rubin Nuzlocke Challenge, also Randomizer, privat gemacht. Mhm. Und bei mir sind inklusive der Delta-Episode einfach bloß zwei Pokémon gestorben, weil ich es auf dem normalen Level belassen habe. Ja, siehst du? Und es macht einfach so extrem viel aus. Und ich, ja okay, man muss dazu sagen, ich habe die Attacken nicht randomized. Das hat auch dich ja so viele Pokémon gekostet. Ja, eben. Gerade weil diese ganzen Attacken gerandomized sind und plötzlich dann Rayquaza mit Dracometeor kommt. Und ich denke mir so, cool, Viscogon hat ja eine rohe Spezialverteidigung. Und dann, oh. Tja. RIP. RIP. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Yay, also los, Ulrich. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Champ. Ich kann schon nicht mehr reden. Denn jemanden, der so stark geworden ist wie du, müssen wir bestimmt nicht in Watte packen. Ich habe aber gar nicht Watteschild drauf, ist ja auch egal, naja. Das ist besonders erfreulich, da Troy uns den Top 4 Schlüsselsteine hat zukommen lassen. Mit anderen Worten, meine Pokémon können jetzt auch die Mega-Entwicklung durchführen. Okay, das kann ein heißes Tänzchen werden. Da bin ich auch mal gespannt. Ich bin sowieso gespannt, was er jetzt für ein Typ hat. Vor allen Dingen, er gibt halt einfach zu, dass du der Champ bist und trotzdem ist Troy am Ende. Ja, und das Artwork von Ulrich in der 6. Generation ist ziemlich merkwürdig, weil er einfach keine Nase hat. Wollte ich nur mal so gar angemerkt haben. Ich glaube... Das ist nicht der Einzige in der Top 4, der keine Nase hat. Ich kann mich irren, aber ich glaube, mir war so.
Hallöchen, Glibunkel. Also es ist entweder ein Gift-Pokémon, Gift-Pokémon-Mega oder ein Kampf-Mega. Und welches Level ist es? 84. Oh Mann, ey. Das kann witzig werden. Ja, aber Glibunkel ist schon mal weg. Okay. Das ist schon mal echt nicht schlecht, so. Gut, okay, Pikachu ist Level jetzt 88. Auch nicht jetzt kommt so Nidoqueen. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hm? Ich meinte, Glibunkel ist ja nicht so ein starkes Pokémon und dann kommt Nidoqueen. Ja, eben, das habe ich mir auch gerade gesagt, so, oh. Ist aber auch auf Level 84, also sollte machbar sein. Wow, 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 nein, 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 das kann nicht sein, nein, 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 hör auf. Oh mein Gott. Was ist los? Willst du es wirklich wissen? Es ist einfach so witzig, deine Reaktion zu hören und nichts dazu zu sehen. Glaub mir, das ist nicht schön. Ein Nidoqueen vor dir explodieren zu sehen. Ist vor allen Dingen bestimmt eine Riesensauerei. Ja, das glaube ich auch. Aber weißt du, ich habe gerade irgendwie total schlechte Gefühl. Ah, nee, aber überlebt nicht. Hast du, ja? Ja, ich habe überlebt mit 88 KP. Ach, na dann. Ich habe gerade so gedacht, so, scheiße, habe ich eigentlich genug Heil-Items dabei? Aber ja, ich bin noch gut ausgerüstet und jetzt kommt als nächstes Rattan. Oh Gott. Ah, Rattan. Aber Rattan ist easy. Ja, erst recht, wenn Sonnentag macht und mein Wummer Hitzewelle kann. Ja, gut. Also Rattan, dann mach dich mal auf ein heißes Tänzchen gefasst. So, damit wäre Rattan auch schon mal besiegt. Alter. Wir machen Fortschritte. Ja, bis auf dieses explodierende Nidoqueen da. Ja, das hat sich einfach gedacht. Daniel wird es schon so sehr schwer haben. Ich opfer mich einfach mal. Ja, ich opfer mich einfach schon mal freiwillig. So, und geil, Nidoqueen. Also als nächstes kommt erstmal Kyogre. Und ich hab jeder. Jeder sagt so immer, Kyogre ist viel zu stark, dies, das, weißt du. Und nachher wird Kyogre einfach der sein, der von irgendeinem Pokémon einfach besiegt wird. Das wäre schon lustig. Ja, oder zumindest von einem legendären. Dann, weiß ich nicht, von so einem legendären Mega wie Mewtwo X oder so. Okay, Spukball. Natürlich kann Alpollo Donnerzahn. Warum solltest du es auch nicht können? Ich meine, es hat nicht so viel Schaden gemacht, aber trotzdem. Ja. So, ich zeig dir mal, wie das richtig geht, Alpollo. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Trommelwirbel! Okay, Anna erreicht Level 89 und Hutze. Oh nein. Weißt du, Hutzasa. Ist doch ein wunderschönes Pokémon. Sicher. Bildhübsch. So. Okay, ich würde sagen, wir schicken jetzt mal Johnny das Knackrack raus. Es wäre einfach so witzig, wenn es bei seinem ersten Auftritt gleich stirbt. Ja, es ist nur ein Level drüber. machen wir mal Sprungfeder. Sprungfeder-Knackrack. Ah, Mann, oh wow, ey. Gut, dass da kein Nachtnebel, das ist ja super, ey. Gut, dass das paralysiert. Nice. Sprungfeder kann Paralyse auslösen? Ja. Okay, wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Wieder was dazugelernt. Und jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt geht bestimmt Sprungfeder daneben. Okay, jetzt. Sporen wird. Paralysiert, natürlich. So, jetzt kommt das Mega. Was meinst du, was wird das Mega sein? Er ist ein Gifttrainer. Keine Ahnung, was gibt's denn für Gift-Megas? So, ich sag dir einfach, was jetzt kommt. Sag es. Bisaflor. Ah, Bisaflor gibt's. Super! Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Ich habe ja sogar ein Competitive Bisaflor.
Ja, gut, aber man denkt ja jetzt nicht an ein Gift-Pokémon direkt an Bisaflor, sondern an ein Pflanzen-Pokémon. Ja, das ist richtig. Ich meine, ich hätte auch mit Bibor gerechnet, aber. Hey, Bisaflor! Stimmt, Mega Bibor ist auch mega nice. Ja, weil es ja auch ein Mega-Pokémon ist. Witzig! Oh Gott, ey. Super, wie will ich jetzt gegen diesen Fettsack da ankommen? Klar, ich könnte mit Knackrack Sprungfeder machen, nur ich bin gerade paralysiert und... Wow. Entschuldigung. Was los? Mega Bisaflor macht Pfund. Die ultimativ mächtigste Attacke überhaupt. Ist so. Oh Mann. Also, diese Speckschichtfähigkeit... Ach so. Morgengrauen. Gut, das kann ein etwas längerer Kampf werden, ich merk's schon. So. Also, ich hab Johnny, gar kein Popcorn dabei. Ach Mensch. Ich wollte mir eigentlich einen Snack noch vor der Aufnahme holen, aber das habe ich jetzt voll vergessen. Naja, gut. Ist vielleicht besser, dann hört man mich nicht die ganze Zeit kauen. Ich wollte gerade sagen, man wird es wahrscheinlich überleben. Wenn, dann muss ich das überleben. Ja, eben, du wirst es überleben. Sag ich ja. Schauen wir mal. Ah, jetzt kommt ja... Stimmt, jetzt kommt ja... das Top-Genesung. Dann kann ich wenigstens jetzt mal auswechseln. Meine Güte. Oh, Top-Genesung! Ja, super. Wir alle lieben Top-Genesung. Ja, wir alle lieben Mega Bisaflor. Das auch. Mega Bisaflor hat einfach eine Blüte an seinem Hinterteil. Es war ganz wichtig, dass sie dieses Detail ins Design einfließen lassen. Ja, und ich frage mich gerade, erstmal, warum geht Sprungfeder daneben? Und zweitens, warum macht dieses Bisaflor nur Pfund? Vielleicht ist Pfund die beste Attacke, die es drauf hat. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig, richtig mies. Stell dir mal vor, die einzige Attacke, die es wirklich nutzen kann, ist Pfund. Tja, und du beschwerst dich über Knackrack. Ich glaube, Bisaflor hat ein schlimmeres Leben. Ja. Aber immerhin ist Bisaflor jetzt paralysiert. Hashtag pray for Bisaflor. Hashtag pray for Bisaflor. Hashtag mad. Hashtag sad. Feels bad, man. Hashtag feels bad, man. Ja. So, also. Wie hat dir bis jetzt so das Projekt gefallen? Der Randomizer insgesamt? Ja, bis jetzt war so. War extrem unterhaltsam. Also, natürlich war es am lustigsten, wenn du völlig mad warst, aber... Das kann ich mir vorstellen. Hat sich wenigstens gelohnt, die ganzen Nerven, die du geopfert hast. So, also komm jetzt... Weißt du, Bisaflor, ganz ehrlich, du gehst mir so ein kleines bisschen auf die Nerven. Junge, hör mal, Bisaflor. Es ist jetzt mal langsam gut. Es hat jetzt dreimal Morgengrauen eingesetzt. Es ging noch zweimal. Oh, wow, paralysiert. Dankeschön. Mein Gott, ey. Ich möchte dich jetzt besiegen. Los, Johnny, mach jetzt einen Volltreffer. Oh, ist es noch ein Trailer für Sonne und Mond rausgekommen? Ja, so ein kleiner 53 Sekunden, das glaube ich nur. Ach so. Aber hattest du mir nicht vor der Aufnahme gesagt, wir sollen nicht über Sonne und Mond reden? Ja... Ist mir jetzt gerade so ins Auge gesprungen, sorry. Ich meinte ja nur. Nee, aber ich habe den Trailer auch gesehen und ich hatte auch schon so gedacht, so, okay, muss das jetzt sein? Vor allen Dingen alle dachten, dass der nächste der letzte ist, aber naja. Ja. Das stand ja dann auch da so, ne? Das ist der letzte Trailer und so, und dann kommt plötzlich nochmal so 53 Sekunden und ich denke, okay. Das ist kein Trailer, das ist, dieses Video existiert eigentlich gar nicht. Das habt ihr euch alle bloß eingebildet. Ja, und jetzt hat Ulrich wieder eine Top-Genesung eingesetzt. Damit er geht mir ein bisschen auf die Nerven. Oh Mann, dieses Bisaflor. Es kann so viel tanken!
Ach, und Generations ist ja auch draußen. Habe ich auch schon. Also ich habe zumindest gesehen, dass Generations draußen ist, aber ich habe die Folgen noch nicht gesehen. Guckst du eigentlich Generations? Bis jetzt noch nicht, aber ich werde mir alle Folgen am Stück angucken, wenn sie alles dann... Ach so, ja gut. Das ist auch eine Variante. So, dankeschön. Ulrich besiegt. Meine Güte. Puh. Wow, du spielst wirklich in einer anderen Liga. Doch, ich will dich gar nicht länger aufhalten. Immerhin warten die anderen schon. Das ist super. Was eine tolle Party, ey. Alle warten auf mich. Ich kann mich kaum zurückhalten. Yay! So. Kumu-Milch auf Knackrack. Dankeschön. So. Und dann bitte nochmal ein Hyperheiler auf... Nein, hallo, auf Kyogre. Dankeschön. So. Also. Nächster Top 4 Trainer. Und die haben alle wieder andere Typen. Das ist ziemlich unpraktisch, wenn du mich fragst. Ich finde das ziemlich toll, wenn du mich fragst. Ja, ich meine, klar, steigert den Unterhaltungseffekt. Ich lach mich jetzt gleich kaputt. Ich lach mich jetzt kaputt, wenn plötzlich die normalerweise Geist-Pokémon-Trainerin jetzt plötzlich ein Psycho-Team hat. Ja, dann ja, aber ich hab doof, dann weil wir brauchen eigentlich so ein dezentes Problem. Aber warum das? Naja, ich habe eigentlich kein Unlicht-Pokémon. Das einzige Pokémon, das ich einsetzen könnte, wäre Yannick. Und das wäre das halt nur mit Spukball. Ja gut. Das könnte besser laufen. Wäre halt nicht so toll. Also, Daumen drücken für den Psychotyp. Nein, hör doch auf. Ich fänd das so lustig. Ich habe schon auf dich gewartet. Diesmal habe ich ein paar neue Tricks für dich auf Lager. Sei also auf alles vorbereitet. Oh nein. Hier klingt so psychomäßig. Oh, oh nein. Komm schon. Nein. Echt, na toll. Ah, super. Die hat Geist-Pokémon. Das ist cool. Oh, der Geist-Trainer hat Geist-Pokémon. Mensch. Das ist cool. Das ist jetzt mal wieder so. Ja, cool. Ja. Super. Echt, na toll. Greif mal mit Hydropumpe an. Ach du Scheiße. Oh wow. Hauptsache dieser Sarkophag schnüffelt an mir. Tja. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, eben. Okay, Echnatol ist schon mal besiegt. Hauptsache Echnatol dauert nicht so lange wie Bisaflor. Oh nein. Krüppuck? Ja! Wunderbar. Wunderbar. Ich könnte ein Salto machen, wenn ich ein Salto machen könnte, aber ich kann sowas nicht. Ich auch nicht. Gut. Das sind wir wenigstens. Jetzt nehmen wir alle was aus diesem Video mit. Daniel und Fanmate können kein Salto machen. Ja, ganz genau. So, Krüppuck, Level 85. Oh Gott. Okay, ich mach mal Flammenrad. Schmarotzer? Nein! Hör auf! Alter! Okay. Alles gut gegangen? Ja, es ist noch alles gut, aber das war wieder so ein Moment so. Oh, Scheiße, das macht so viel Schaden. Warum muss auch Flampivians Angriff so mega hoch sein? Paragoni. Oh, ist das süß. Das ist das Ding mit einer Nuzlocke. Die setzt einen unter konstanten Stress. Ja, aber trotzdem, zwar ist dieses Paragoni da jetzt gerade da, aber ich bin da jetzt gerade so ein bisschen paranoid und werde mal einen Hypertank reinwerfen. Weil nicht, dass das Ding jetzt auch nochmal Schmarotzer macht und mich besiegt. Ja, ja. Oh wow, es macht Nachtflut. Na gut, okay. Das ist Flammenrad, auf jeden Fall machbar. Eieieiei. So, damit wird das auch schon mal besiegt. Jetzt kommen noch drei. Mir ist nie aufgefallen. Oh. Was ist dir nie aufgefallen? Ich wollte gerade sagen, mir ist nie aufgefallen, dass die im Rematch 6 Pokémon haben. Aber plötzlich, als ich das gerade so sagen wollte, taucht plötzlich ein Hooper auf. Oh, cool. Mhm. Haben wir schon. Da haben wir doch den Psychotypen.
Ja, da haben wir den Psychotyp. Ach so! Ja, natürlich, es ist auch noch Hooper anbaut. Oh Mann. Okay. Oh shit. Weißt du, ganz ehrlich, ich habe jetzt sogar Kyogre rausgeschickt. Jetzt machen wir hier nochmal hier von wegen, wie heißt der Film nochmal? Ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall dieser Hooper-Film, wo wir dann plötzlich Hooper gegen alle legendären Pokémon haben. Und machen wir jetzt einfach mal so ein Remake draus. Aber nur mit dem Unterschied, dass mein Kyogre Pitchbore kann. Wie fandest du den Hooper-Film? Ich habe den noch nicht geguckt, ich muss den noch. Achso, okay. Wie fandest du den denn? Erzähl mal. Gab bessere. Also es war schon cool, dass die ganzen Legendären da waren und so, aber das war dann halt auch so das, was den Film ausgemacht hat. So, ich habe jetzt erstmal das Hooper schlafen gelegt und jetzt greife ich mal. Ach du Scheiße. Spuckball hat absolut gar keinen Schaden gemacht. Na Mensch. Das ist doch schön. Macht man beim Surfer. Ah, das... Wow. Hooper ist aufgewacht. Hooper macht Stachler. Oh, jetzt werden wir competitive. Ja. Es ist ein Battle-Ready-Hooper, ich sag's dir. Ja, ist so. Hooper mit Stachler. Und bevor dieses Hooper jetzt auf irgendwelche blöden Gedanken kommt, werde ich noch mal ein bisschen schlafen legen. Aber Sleep Claws. Ja, klar, natürlich. Habe ich natürlich dran gedacht. Natürlich. Ich wollte dich nur mal testen. Ob du auch schön aufpasst. Ah, super. Genau. Jetzt lässt doch der Regen nach. Ich krieg zu viel, ey. Gerade jetzt. Jetzt wird wahrscheinlich wieder geheilt. Oh mein Gott. Müssen die so viel Top-Genesung haben? Einer reicht doch. Ich kann die Freude in deiner Stimme hören. Mhm, das ist wunderbar. Ich bin sowas von erfreut. So. Also, Pilzbohre, meine Güte. So, jetzt möchte ich gerne noch mal Surfer machen. Ach so, ach, jetzt machst du einen Crit. Jetzt, wo es wieder im roten Bereich ist und dann wahrscheinlich wieder aufgeheilt. Ah, nee, doch nicht, ich wollte schon sagen. Okay, Hooper wäre damit schon mal besiegt. Ich glaube, Hooper war sogar das Stärkste. So von den Werten her. Ja, na, war ja auch ein Unbound. Das hat schon einiges drauf. Oh, wow. Weißt du, wir springen von Paragoni auf Hooper und jetzt kommt Quabbel. Super. Okay, das ist ja ganz nett eigentlich. Was machen wir da? Quabbel. Ah, ich schicke mal Furkan raus. Furkan hat bis jetzt eigentlich nur einmal den Auftritt bekommen gegen Troy. Jetzt bekommst du mal einen Auftritt gegen Antonia. Ach ja, stimmt, der Stachlerschaden, da war ja was. So, und jetzt machen wir erstmal Falterreigen. Battle-Ready-Hooper. Ja. Hier, Battle-Ready-Sazenia mit Falterreigen. Abgangstriade. Willst du mich verarschen oder so? Okay, dann ruf's zurück. Oh, Banette. Ich hab ehrlich gesagt mit einem Gengar, auf einen Gengar gehofft. Muss ich sagen. Okay, der Banettonit. Und Mega-Banette. Yay! Okay, machen wir Donnerblitz und... Okay, wieso macht das nach einem Falterreigen so wenig Schaden? Oh, und jetzt bekommt Banette Chlorophyll statt Strolch. Das ist natürlich ein toller Tausch durch... Rollentausch gemacht. Und ja, hat sich jetzt auch Chlorophyll geholt. War natürlich extrem schlau. Nicht? Oh Mann, Daniel, ey. Okay, jetzt nochmal Donnerblitz. Nice. Und weißt du, Hauptsache es macht weiter Rollentausch.
Okay, irgendwie. Weißt du, zwischendurch denke ich, die KI ist so übertrieben, dass sie mir einfach übelste Probleme bereitet bis zum Ende dieses Projektes. Aber dann gibt es ja wieder so Momente, wo ich denke, okay, Pfund Mega Bisaflor, Rollentausch Mega Banette. Und ich denke, okay, wieso? Okay, Donnerblitz. Und damit wäre Quabbel auch besiegt. Das war natürlich jetzt der ultimative Gegner. Es war noch dieses hässliche Pinke. Yay. Ich habe nichts anderes erwartet. Ah. Oh. Man hat damit gerechnet, dass ich sie besiege. Na dann, warum ist sie überhaupt gegen dich angetreten? Frag ich mich dann auch. Aber meine Pokémon und ich haben mit vereinten Kräften gekämpft und so das Band zwischen uns weiter gestärkt. Ich hoffe nicht, weil ich freue mich schon sehr auf unseren nächsten Kampf. Es wird keinen nächsten Kampf geben. Das ist das letzte Mal, dass wir uns hier begegnen. Oh, warum musst du ihr so einen Korb geben? Tja, muss das ich ist halt. Gemein. Muss ich halt, weil. Weil, warum nicht? Ja, gut. Ist natürlich auch ein Argument. Okay, jetzt warum kommt Frusina. Gibst du ihr so ach, einen Scheiße. Korb? Ja, warum nicht? Okay, Frusina. Ich habe sehnsüchtig auf einen Trainer gewartet, in dessen Herz das Feuer der Leidenschaft lodert. Das Feuer der Leidenschaft. Denn ich will sehen, wieso jemand gegen den frostigen Hauch der Mega-Entwicklung ankommen möchte. Oh nein, komm schon. Bitte kein frostiger Hauch. Ich will nicht wissen, was es für ein Typ hat. Oh nein. Duokles. Oh nein. Es könnte ein weiterer... Na, wobei, Geist kann ich mir nicht vorstellen. Es müsste also Stahl sein. Ich glaube, die hatte beim letzten Mal auch Stahl-Pokémon. Kann Lol. Sein. Okay, machen wir mal Hitzewelle. Tja, damit wäre Duokles schon mal weg. Sehr gut. So, dann kommt... Wow. Also, ich muss sagen... Top. Weißt du, was jetzt kommt? Hau raus. Grammoklös. Okay. Kann man machen. Gut. Also, nochmal Hitzewelle. Okay, kommt jetzt vielleicht Durengard? Dann haben wir nämlich die ganze Entwicklungsreihe mal durch. Wäre auf jeden Fall sehr passend. Und jetzt wollte ich gerade für den Moment mal Knackhack reinschicken. Aber plötzlich kommt Panzereron. Oh, Panzereron macht Sorgensamen. Jetzt habe ich nicht mehr Megawummel, sondern Insomnia. Und tschüss, Panzereron. Oder? Oder auch nicht? Ah, es brennt. Was? Was okay, ist nochmal Hitzewelle. Yay! Und, ist es down? Nein, noch nicht. Aber... Oh, super. Weißt du, ich habe gerade so gedacht, so, ey, jetzt könnte ich vielleicht mal einen Crit landen und dann heilt es nicht, wird es nicht mehr geheilt, aber... Oh, wow. Oh, Wunder. Jetzt aber. Ach so, natürlich. Panzereron macht Abgesang. In Ordnung. Hättest du jetzt Wegsperre, hätte ich ein dezentes Problem. Hast du aber nicht. Ich hab die irgendwie besiegt. Also, nächstes Pokémon bitte. Abgesang steht bei 3. Kup. Okay, das ist jetzt. Das macht mir Angst. Was ist es? Ein Kobalium. Oh. Das macht mir schon dezent Angst. Aber ich habe Johnny. Ich weiß, dass Johnny dieses Kobalium zur Strecke bringen kann. Oh, weißt du, was ich gerade merke? Sag es mir, Daniel. Ich habe nur noch einmal Erdbeben. Oh je. Wir machen Erdbeben, komm. Kobalium macht Psychoschock. Da haben wir wieder den Psychotyp. Wow, ich habe Kobalium nicht mal mit Step Erdbeben besiegt.
Das ist. Das ging leichter als gedacht. Ja, nee, noch nicht mal. Ich musste jetzt nochmal mit Kraftwelle nachhauen, aber. Ach, wow. du hattest ein Stab. Ach ja, stimmt, ja. Ich hab ja Stab Erdbeben. Ja, das ist. Okay, ich hab's bald verstanden. Oh. Es wird immer besser. Weißt du, was jetzt kommt? Heatran. Na, da freuen wir uns doch alle. Mhm, total. Weißt du, gerade jetzt hätte ich den Erdbeben gut gebrauchen können. Aber hey, ich hab ja noch Wummer. Heatran macht Rutenschlag. Es ist schon süß, wie Heatran mit seinen kleinen Stummelschwänzchen versucht, irgendwas auszurichten. Beste Attacke ever. Total. Oh, als nächstes kommt Flunkiefer. Wer hätte das gedacht? Okay, los Anna, du bist dran. Oh Gott, das ist keine gute Idee. Ach du Scheiße, das ist echt keine gute Idee. Warum denn nicht? Naja, du kennst ja bestimmt die Stats von Flampivian. Ja. Du kennst auch die Stats von Flunkiefer, Mega Flunkiefer. Nein, aber so wie du die Frage stellst. Ja, ich lass es mich mal so sagen. Mega Flunkiefer hat als Fähigkeit Kraftkoloss. Wenn es mich mit einer physischen Attacke angreift, ist mein Flampivian nur noch Staub. Oh. Deswegen, ja, ich habe jetzt mal schnell ausgewechselt, weil ich weiß nicht, was mich jetzt da erwartet. Eierbombe. Pass auf, das hätte jetzt einfach wieder Platscher sein müssen oder so. Ja, Metallstoß oder so. Okay. Das macht wieder Eierbombe. Junge! Das ist nicht mal Step! Oh Gott. Okay, Hitzewelle muss treffen. Hitzewelle, triff! Ja! Puh. Hätte Hitzewelle jetzt nicht getroffen, wäre mein Wummer jetzt nur noch... nicht mehr am Leben. Ja, wäre mein Wummer jetzt nur noch das die Nachspeise. Es ist ganz schön heiß hier. Liegt auch daran, dass ich Hitzewelle gemacht habe. Oder es liegt einfach an mir, aber es ist wieder eine Geschichte. Ja, auf jeden Fall, Daniel. Dein Ziel ist es wohl, auch mit meinem frostigen Herzen für Tauwetter zu sorgen, wie? Doch sei's drum. Begib dich zum nächsten Mitglied der Top 4. Dragan wartet gewiss schon. Ganz ungeduldig. Oh Gott, ich will nicht, dass er wartet. Und es recht nicht ungeduldig, wenn ich bedenke, dass sein letztes Pokémon im ersten Durchgang Proto-Groudon war. Mega Groudon, was? Mega Groudon. Ja, es war doch. In Sonne und Mond. Ja, Mega Proto Groudon. Oh shit. Boah. Wenn ich letztes Mal dieses Proto Groudon gesehen habe, ey. Und witzigerweise ist dann Arctilas das Pokémon, das Groudon besiegt. Naja, okay, dann bin ich ja mal gespannt, was er jetzt ausgräbt. So, aber vorher muss ich mal meine AP heilen. Was haben wir denn da? Wir haben Top-Elixier. Zwei Stück, das ist gut. Machen wir nämlich einen auf Knackrack. Und ein Elixier auf Wummer. Okay, Dragan. Tief durchatmen. Da bist du ja endlich! Meine Pokémon und ich werden dir jetzt zeigen, aus was für einem Holz wir geschnitzt sind. Ach nein, komm schon. Jetzt kommt er mit Pflanzen-Pokémon an bestimmt oder so. Geh am besten nochmal in dich und gib mir anschließend eine Kostprobe von deinem Können. Oh nein. Super. Dat Pan, Daniel, dat Pan. Oh, der hat ein Morabel. Hab ich eine Pflanzenattacke? Habe ich ein Pokémon mit einer Pflanzenattacke? Hat er wieder Boden-Pokémon? Oh ne, komm! Komm jetzt nicht wieder mit einem Groudon oder so! Ich habe darauf jetzt echt keinen Bock! Warte mal. Ich würde es so feiern.
So, lass mal gucken. Habe ich eine Pflanzenattacke außer Pilzspore? Hätte mich ja jetzt auch gewundert. Super. Ja gut. Ja, mach mal Hydropumpe, würde ich sagen. Sandsturm? Nee. Also, das Spiel spiele ich nicht mit. Vergiss es. Vergiss es, Morabel. Jetzt schicke ich Johnny raus. Johnny profitiert nämlich vom Sandsturm mit... wegen seiner Fähigkeit Sandschleier. Erhöht meinen Fluchtwert! Das ist gut! So, und dann machen wir... Ja, super, was mache ich denn jetzt? Ja, Erdbeben. Es bleibt nichts anderes übrig. Steinpolitur. Wow! Steinpolitur Morabel! Ach, jetzt fangen wir wieder damit an. Giftspitzen. Erinnert mich so ein bisschen an den Champkampf. Oh boy. Puh. Gut. Das nächste Pokémon ist. Entschuldigung. Nö, alles gut. Ist doch schön. Das nächste Pokémon ist einfach Felino. Oh Mann. Also, Randomizer, es ist schön, dass du mir so viel Freude bereitest. Ich mache jetzt einfach mal Kraftwelle, auch wenn es vielleicht jetzt der größte Fehler meines Lebens ist. Ich wusste es. Das Felino kann Eissturm. Oh je. Oh je, gerade auf dem Knackrack. Na super. Aber es ist ja nur ein Felino. Ja, trotzdem. Es ist halt ein Felino, das Eissturm kann. Und ich weiß immer noch nicht, was er jetzt für ein Typ hat. Felino. Ja, trotzdem. Es ist halt... Naja, egal. Schauen wir mal. Ist das jetzt Wassertrainer oder? Ne, ist ein Bodentrainer. Oh nein, schon wieder ein Bodentrainer. Oh Gott, hör doch auf! Da kommt Freude auf. Mhm. Ach scheiße, da sind ja die Giftspitzen, da war ja was. Ich hätte Furkan rausschicken müssen. Ach so! Okay, das macht Energieball. Okay, das macht nicht viel Schaden, aber... Ach du Scheiße, dieses Tragosso macht mir Angst. Das ist bestimmt auch so ein Alola-Tragosso oder so. Puh! Okay, Tragosso ist auch besiegt. Gut, dann wird das schon mal erledigt. Als nächstes kommt... Oh, super, schon wieder Hippoteros. Das kennen wir doch irgendwoher. So, erstmal sorgen wir das mal für, dass die Giftspitzen verschwinden. Kein Bock da drauf. Hippoteros Level 87. Oh, jemine. So, Falterreigen. Los. Ich weiß nicht, was dieses Hippoteros jetzt macht. Unheilschwingen! Okay, mir ist gerade so ein bisschen das Lachen vergangen. Weil Hippoteros Unheilschwingen mehr Schaden gemacht haben, als ich gerade gedacht habe. Okay, das macht mir Angst. Oh, Hippoteros macht Steigerungshieb. Na super, das wird ja jetzt witzig, ey. Das klingt super witzig. Mhm. Okay, Sarzenia, Flammenball! Wow. Es hat mehr als die Hälfte Schaden gemacht. Und ist dann verbrannt. Ja, damit wäre der Steigerungshieb wieder hinfällig. Junge, hör doch auf, so viel Schaden zu machen! Es ist doch nicht mal normal. Ich habe zweimal... Warte mal, Unheilschwingen ist doch speziell, oder? Könntest du das mal vielleicht noch nachgucken? Ja. Weil das kommt mir echt verdammt viel vor.
Unheilschwingen ist speziell, ja. Es macht immer noch so viel Schaden. Stärke Junge. 80 und ja. Ja gut, und das ist halt dann seine KP dann auffällt, aber ey, hör mal, du bist nur, das ist nur ein Hypothero, also nur ein Hypotheros. Das ja. sollte eigentlich weniger als 66 KP Schaden machen. Eigentlich schon, ja. Erst recht nach zweimal Falterreigen. Aber egal, wir machen jetzt mal Flammenball und dann dürfte das Hypotheros schon mal besiegt sein. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass gleich ein Groudon kommt. Aber es kann irgendwie nicht sein, weil der muss ja eine Mega-Entwicklung machen. Ich weiß es nicht, das ist ganz komisch. Okay, Zandamor. Zandamor ist kein Problem, absolut nicht. Da macht Furkan mal eben Flammenball. Ups, was? Okay, fast besiegt. Und jetzt macht es nochmal Dunkelnebel, damit alle Statusveränderungen aufgehoben werden. Niedlich. Wunderbar. Okay. Ah, Zandamor brennt. Das ist ja schon mal schön. Das ist schön, das freut mich. Wenn so ein Pokémon, so ein Lebewesen einfach in Flammen steht, das ist schön. Das ist schön. Okay, jetzt wird's richtig. Okay. Okay, Furkan kriegt Erfahrungspunkte und als nächstes kommt Kamerupt. Nett auf jeden Fall. Kein Groudon. Ach du Scheiße. Was los? Kamerupt ist auf Level 90. Jetzt geht's los, Daniel. Ach du Scheiße, ey. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Mhm. Okay, jetzt kommt der Kamerupt Need. Und Mega Kamerupt. Mega Kamerupt ist ein cooles Pokémon. Ja, das ist richtig cool. Und warum macht Mega Kamerupt Phantomkraft? Und wieso verschwindet dieser Vulkan einfach? Ist einfach weg. Geht kurz Giratina besuchen, ein ja, Käffchen einfach mal, trinken. Einfach mal eben in der Zerrwelt. So, hi Giratina, was geht ab? Und dann so, Giratina! Sag mal, ich habe gerade mit einem Hyperheiler, mit einem Hypertrank geheilt und plötzlich macht dieses Kamerupt mehr als die Hälfte Schaden. Okay, gut, Phantomkraft war Volltreffer, aber es macht trotzdem viel zu viel Schaden. Oh. Kamerupt mit Wunschtraum. Super. Hydropumpe. Aha. Yes. Damit wäre Dragan auch besiegt. Und weißt du, was das bedeutet? Der Gymkamp! Richtig, aber den wird es natürlich nicht jetzt geben, sondern den wird es im nächsten Part geben. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal, beziehungsweise beim letzten Part der Omega Rubin Randomizer Nuzlocke Challenge. Macht's gut, haut rein und ciao!